Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolf und Würfelig. Wie bereits angekündigt, werde ich mir in dieser Folge zum Thema machen Streit unter YouTubern. Das ist so ein Thema, ich weiß gar nicht, wie oft das jetzt schon angesprochen wurde, aber das regt so übel auf. Wenn ich mir das anschaue, wie viele YouTuber miteinander Streit haben. Und es ist zum Beispiel schon schwer, einfach nur ein paar Leute zusammenzukriegen, dass sie gemeinsam eine Runde Minecraft spielen, weil manche sich untereinander nicht verstehen. Und dann ist da immer dieser Streit und man denkt sich so, mein Gott, wieso? Ich meine, es ist, wieso entsteht da immer Streit auf YouTube? Und es ist, es gibt, glaube ich, gar keine rationale Erklärung dafür. Das ist einfach, ich glaube, das ist einfach irgendwie so bei YouTube. Und ich hoffe, ihr hört den Hubschrauber nicht so laut. Aber dass jeder irgendwie der Meinung ist, er würde ungerecht behandelt und so weiter. Und dass da einfach ständig Streit entstehen muss. Aber es regt einfach trotzdem auf und ja, ich dachte mir, ich rede jetzt einfach mal ein bisschen so über meine Erlebnisse. Und da gab es zum Beispiel jetzt einen Fall, wo ich mit zwei verschiedenen Leuten zusammenarbeiten wollte und die sich nicht miteinander verstanden haben. Und ja, dann musste ich die Zusammenarbeit mit einem wirklich beenden, weil es nicht aushaltbar war, dass das andere Projekt dann wieder schlecht war und so. Und ich meine, ich habe ja an beiden Projekten mitgearbeitet und es hat sich dann einfach nicht vertragen. Und man kann dann halt wirklich nur an einem Projekt mitarbeiten und das ist schade sowas. Oder auch in anderen Fällen, wo ich dann einfach nicht so ganz verstehe, wieso das dann so dramatisch ist, wenn man jemand anderem dann hilft. Nur weil diese Person die andere dann eben nicht mag. Das verschließt einem dann auch viele Möglichkeiten. Und das ist halt nicht so toll. Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz. So. Hier die Lücken schließen. So viel Stein wie hier verbaut wird, kann das Teil eigentlich gar nicht fliegen, oder? Egal. Komme ich hier echt nicht? Doch, ich komme da durch. Okay, das wollte ich eigentlich nur. Keine Ahnung, das war eben gerade irgendwie so ein bisschen komisch. So. Haben wir hier noch ein Fenster? Dass das auch alles abgeschlossen ist. Denn die Fassade sieht dann vollständiger aus und damit auch besser, wenn ich hier überall irgendwie so Sachen habe. Aber ich komme jetzt hier echt oben nicht raus, oder? Doch. Aber nur an einer kleinen Ecke. Ich glaube, ich mache das jetzt hier überall so, sodass ich hier jederzeit über dieses Fenster reinkomme. So, dann hätten wir die rechte Seite soweit hier an der Stelle schon fertig. Dann geht's an die linke Seite. Da sollten auch Häuser stehen. Oder vielleicht durchziehe ich das jetzt mal durch. Ja. Also wenn ich sage, ich rede irgendwelche Themen an, dann ist es immer nur so angerissen. Und ich habe da nicht drüber recherchiert. Das ist dann einfach nur was, über das ich kurz rede, aber ich muss dann immer wieder zum Bauen zurückkehren. Ihr kennt das vielleicht schon. Meine älteren Abonnenten. Und ich kann dann noch nicht immer total aufmerksam reden, weil das einfach hier so eine Baugeschichte ist. Und da kann ich nicht immer so richtig vollen Herzens kommentieren, weil es einfach manchmal nicht richtig geht. Hier sollte eigentlich eine Treppe rein, weil dieses Niveau ist dann da höher gelegen. Und ich überlege noch, wo was aufs Schiff draufkommt. Da muss ja alles drauf, da muss dann eine Farm drauf und so.
Hinten kommen auf jeden Fall irgendwie so ein paar Propeller hin und so und seitlich dann noch ein paar Segel und ach, wird das alles lustig. Nee, ich freue mich wirklich irgendwie dieses Teil zu bauen. Irgendwie ist das mal was Neues. Ich habe noch nie so ein. Es ist ja, ich sag mal irgendwie mal, was heißt was Neues? Ich habe so noch nicht halt gesehen. So ein Schiff, was quasi eine Stadt ist. Und ich fand es eine faszinierende Herausforderung, aber wenn man sich allein diesen Schiffsbauch anschaut, dann sieht man schon, das ist wirklich eine ganze Stadt, in der man wahrscheinlich so viel dann zu entdecken hat. Vielleicht kann man dann eine Adventure Map oder sowas draus machen. Also ich glaube aber, das sage ich bei fast jedem Projekt und ich bin dann halt immer zu faul, daraus eine Adventure Map zu machen. In aller Regel. So, hier sollte eigentlich auch so ein Haus sein wie da drüben. Weil hier im Prinzip alles voll mit Häusern sein wird später. Oh, das ist jetzt. Jetzt komme ich wieder an so einen Punkt, wo ich dann nicht so genau weiß, wie ich weiterbauen soll. Und darunter hat natürlich auch das Video zu leiden. Weil man am Anfang immer noch schön losbauen kann und irgendwann kommt so der Punkt, wo das halt nicht mehr so einfach geht. Ich mache es diesmal anders als das letzte Mal. Das letzte Mal wollte ich immer keinen Block falsch setzen quasi. Aber diesmal, ich reiß dann möglicherweise auch einfach wieder was ab und baue wieder was auf. Denn wenn ich nicht dieses zum Ausprobieren habe, dann kommt nichts bei raus. So. Hier baue ich wie so einen Tunnel rein. So. Ach ja, das wird so witzig. Wenn man dann hier rauskommt, wird man wahrscheinlich die ganze Stadt vor sich erstreckt haben. Oh, und da fliegt schon wieder ein Flugzeug bei mir vorbei. Das ist ja heute schlimm. Naja. Zu dem Streit auf YouTube wollte ich noch sagen. Also, dann ist es auch häufig so, dass der Streit dann wieder beigepflichtet ist und. Aber dann ziehen die halt auch immer mehr Leute rein in die Sache und sagen dann, der ist scheiße und der ist scheiße und dann kommt dieses Hating zustande und ich glaube, es wird keinen deutschen größeren YouTuber geben, der wirklich keine Hater hat. Einfach weil jeder irgendwann einem unsympathisch wird, irgendwem einfach durch irgendeinen Streit oder weil er schlecht gemacht wird oder sonst irgendwas. Und ja, das ist schade. Oder manche lassen sich dann auch so reinziehen, dass dann echt. Ja, nicht mehr, dass man nicht mehr mit denen arbeiten kann, weil es nur noch um irgendeine Person geht und naja. Ist alles ein bisschen schwer auch neutral zu formulieren, weil ich möchte hier niemanden so direkt ansprechen. Und nicht, dass jetzt einer von euch Angst haben müsste, angesprochen zu werden, aber man weiß ja auch nie, wer zuschaut. Und deswegen. Naja. So, ich dachte mir, links und rechts könnten vielleicht noch so kleine Fenster sein. Aber hier sollte jetzt doch eine Treppe hochgehen. Und ich merke schon, ich baue das von, also so eine Mischung aus Fassade und dann wieder Innenraum und so weiter. Und dadurch entsteht so ein bisschen so eine kuriose Situation. Denn im Prinzip muss schon dieses Niveau hier von dem Holz hier erreicht werden, an der Stelle. So, und wenn man sich bedenkt, dass dieses Heck hier hinten nicht einmal die breiteste Stelle am Boot ist, dann könnte das hier schon problematisch werden von
Mengen an Blöckchen, die ich setzen muss. Aber wenigstens finde ich das Projekt irgendwie spannender als das letzte, weil das auf Dauer dann doch so ein bisschen einseitig war. Und hier bei so einem Steampunk-Schiff, da findet man auf jeden Fall immer wieder neue Sachen, die man irgendwo hinzubauen kann. Ist, glaube ich, aber auch so ein endloses Projekt, wo man eigentlich immer weiterbauen kann, weil es immer, ich glaube, das Projekt wird wieder so ein Projekt, was unvollendet bleiben wird. So. Ja. Ah, guck. Ah. Unfassbar. Scheiß Minecraft manchmal. Echt, das ist schlimm. Ich verstehe nämlich den Sinn auch nicht so ganz, warum das immer... Ja, und ich glaube, ich baue dann... links und rechts der Treppe noch zwei Türen in das Deck hier. So. Dann hier noch. Und hier auch. So, dass dann hier auch wirklich Raum für zwei Türen entsteht. So. Und den Treppen kann es im Prinzip egal sein. Einfach, dass hier zwei Türen sind quasi. Das will ich erreichen. So. Ich glaube, bevor ich mich darum kümmere, wie ich das dann gestalte, tue ich jetzt hier erstmal noch ein wenig höher bauen und mir das danach überlegen. So. Bald bin ich da oben an dem Teil angelangt. So. Noch ein Stock. Und so. Ja, das passt halbwegs. Dann weiß ich nämlich auch, wo das andere Haus enden muss, quasi. Weil hier dann so eine Art, Moment, nochmal Dorfplatz sein wird, wo man dann hier in die Häuser kommt, die hier am Heck stehen. Und das heißt, das Heck, das geht hier auch nicht mehr allzu lang weiter. Oh, schon wieder dieses Lied. Wieso, wie oft wiederholen sich die Lieder denn? So, jetzt haben wir schöne Orgelmusik, das passt doch. Und ja, hier noch so ein bisschen. Und dann, ich glaube, dann beende ich auch mal gleich wieder die Aufnahme und dann mache ich erstmal für heute einen Tag Pause. Hab nämlich jetzt schon recht lange aufgenommen. Denn ich nehme das jetzt alles so am Stück auf. So. Und dann, ja, ich mache das jetzt einfach mal hier so symmetrisch. Das muss ja nicht alles total, wenn ich jetzt über jeden Block zweimal nachdenke, dann kann dieses Projekt nie zu Ende gebracht werden. So. Und hier mache ich das dann so. Und hier auch. Und ich glaube, hier mache ich dann auch einfach das Dach ein bisschen anders. Und mir fällt gerade auf, so hoch muss gar nicht sein. Also tut es gar nicht so stark in den Turm eingreifen. So.
Dann baue ich das, ja, in der nächsten Folge baue ich das dann hier fertig auf der Seite und dann kommt hier so ein kleiner Dorfplatz hin. Und dann wird zumindest schon mal ein Teil des Projekts geschafft. Dann hat man zumindest schon mal, dann weiß man schon mal, wie das Schiff am Ende aussehen soll ungefähr. Und dann kann man so ein bisschen sich nach vorne durcharbeiten. Denn das Projekt ist ja wirklich ein Projekt, wo man so am Anfang noch gar nicht so weiß, wo soll es eigentlich hingehen. Und ich habe so nachgedacht, ja, wie machst du das jetzt? Dann dachte ich mir, ja, baust einfach mal los und ja, ihr seht ja, was draus wird und vielleicht gefällt es euch ja. Dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Das wäre natürlich richtig klasse. Ansonsten verabschiede ich mich ganz herzlich. Ich hoffe, euch hat das Video einfach gefallen. Ihr müsst kein Like da lassen, auch wenn es euch gefallen hat. Es ist halt nur für mich hilfreich, um zu sehen, dass es euch gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal, beziehungsweise ihr hört mich und sehen sowieso nicht. Obwohl, Moment, jetzt seht ihr mich. Und ja, dann verabschiede ich mich, sage Tschüss und wir sehen uns das nächste Mal. Also ihr mich. Tschüss.